Genau, guck mal an. Wenn wir Sachen abliefern, kriegen wir Einfluss dazu. Zum Beispiel Medizin können wir ablegen. Das behalten wir mal. Die können wir, glaube ich, ablegen. Und hier können wir, glaube ich, auch ganz viel ablegen. Was die Maya dabei hat, das lassen wir ihr mal. Würde ich mal sagen. Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Okay. Die scheinen ja schon sehr gut organisiert zu sein. Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Ja, die sind leider tot, würde ich mal sagen. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Okay, ich kann ihn grüßen. So long. Aber mehr auch nicht. Die FPS sind leider ein bisschen schlecht gerade. Es ruckelt ein bisschen. Schade, schade. Was haben wir hier? Schönen Tisch. But fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. Aber ich habe doch ein paar mitgebracht. Just the way it is. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Okay, okay. Immer ruhig. Wait, what? There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. I owe you one. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin. Wo ist jetzt unsere Maya eigentlich hin? Bunch of dumbasses. What the hell they think was gonna happen? Can't say I'm surprised. At this rate, I'd settle for a slingshot. Better luck finding ammo for it, at least. Befürchte, wir werden alleine losgehen müssen. How did you all end up at the church anyways? Geez, I don't know. At first it just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and ended up... Well, we just sort of stayed here after that. Just the six of you? No. There used to be 12 of us. Ja, mit Kuh können wir hupen. Ja.
Infektionsherd ist, glaube ich, etwas, was wir ausschalten sollten. Hört sich zumindest so an, als wären da sehr viele Zombies drin. Und ich würde mal sagen, das machen wir auf eine... ganz stilvolle Art und Weise. Lassen die Jungs mal raus. Und können dann... hoffentlich die alle mit dem Auto überfahren. Es wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn das funktioniert. Ansonsten bin ich im Arsch. Ah, einer noch. Müsste es jetzt eigentlich gewesen sein an Zombies. Außer da versteckt sich natürlich noch irgendwo einer. Ich glaube, drinnen versteckt sich noch einer. Aber solange es nur einer ist, können wir den auch so wegmachen. Genau, da ist noch einer. Dann können wir nämlich auch durchsuchen. Oh, das war nicht gut. Oh shit. So much for doing it the quiet way. Durchsuchen. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Okay. Oh shit. Oh shit, oh shit, sind das viele. Lass mich in Ruhe, Zombies. Die kleinen Freuden. Was? Okay, Moment, wo war denn unser Zuhause? Das war doch hier auch irgendwo, das war doch direkt hier. Da ist es doch. Moment, was? Wo muss ich lang? Moment. Wo bin ich? Da, ich muss einfach nur geradeaus fahren. Ach ja, da war ja der Zoo-Eingang. Viel mehr würde mich interessieren, was wir jetzt gerade eigentlich gefunden haben. Okay, I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one for you. Denn... irgendeine Kiste gefunden. Found this while I was out. Nice. Mehr Ressourcen. Was haben wir denn jetzt so alles dabei? Munition für 5,5. Die braucht Kaliber 2,2. Die haben wir vor allem weggetan. Tun wir die doch mal da rein, dann können wir die mitnehmen. 10 Stück oder so. Und Gewindebohrer. Nutzen wir, macht mal Gewindebohrer als Waffe. Jetzt wird's dunkel. Ob die Zombies stärker sind, wenn es dunkel ist? Mute, wir werden's erfahren. Am besten natürlich auch alle Zombies mitnehmen, die sich hier so vor der Kirche befinden. Dass ja keiner zu weit rennt. Symbol sagt mir, ich fahre in die falsche Richtung. Oder? Ja. Links ist der Turm. What the fuck? Ist er gerade da rausgesprungen? Wo ist der Aussichtspunkt? Ah, wir fahren gerade drauf zu. Ach, neben uns. Ja. Das wird definitiv nicht schief gehen. Stimmt, kommt jetzt einer hinter uns her. Können die klettern? Also über den Zaun können sie klettern, ne? Guck mal, der kann auf den... auf das Ding klettern und dann über den Zaun rüber. Die auf die Leiter hochkommen. Es sieht nicht so aus. Na gut, dann wird... Dann ist das hier alles safe. So.
So. Made it. Gonna look around now. Fahrzeug, Tierklinik. Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people, and it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay, sounds like it's worth checking out. I'm picking something up. You folks got any room at the inn? You might want to go check it out. Better deal with this first. Potenzielle Heimatbasis. Oh Gott, das Zombie-Horde. Das Steuern ist ein bisschen kompliziert. Beziehungsweise das Zielen auf die Fragezeichen. Ein Haus, noch ein Haus. Da hinten ist noch ganz viel Shit. Noch ein Fahrzeug. Eine Kneipe. Oh, ich weiß, wo wir zuerst hingehen. Ich weiß, wo wir zuerst hingehen und gucken werden. Haben wir alles? Sieht fast so aus, ne? Da in der Ferne kann ich nichts mehr sehen. Okay. Kneipe, 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 Kneipe. Fastfood-Restaurant. Die muss ja hier irgendwo. Da ist die Kneipe. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. Da unten steht ein Zombie. Und wartet nur drauf, dass wir runterkommen. Shit. Können wir vielleicht irgendwie runterspringen? Das wäre voll von Vorteil. Oder wir krachen... Ach komm, wir krachen den einfach auf den Kopf. Das geht, glaube ich, am einfachsten. Ich sehe nichts. So, Nummer 1 macht einen Abflug. Nummer 2 macht einen Abflug. I need a breather. Ah ja. Pause. Wahrscheinlich ein Snack hilft. Ja, wir können es mal aufprobieren. Einfach mal einen Snack nehmen. Ja. Das macht sehr schnell wieder fit. Moment, war die Kneipe nicht in die andere Richtung? Also wir können sowieso erstmal hier gucken. Wieso ist eigentlich unsere Lampe aus? Jetzt, wo wir die Lampe gebrauchen könnten. Kaboom! Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. Steuerung. Komm auf, schießen, interagieren, schleichen. Gegenstand, Taschenlampe mit T. So, das ergibt doch viel mehr Sinn. Wir können hier, denke ich mal, sehr viel mitnehmen. Jetzt sind wir doch im Fastfood-Restaurant gelandet. Da wollte ich doch eigentlich gar nicht hin. Erinnerungshockeyschläger. Ah, ja, das, der Stock, den wir gerade hatten. Der war ja nicht so geil. Beziehungsweise der hat sehr viele Schläge gebraucht. Für so ein Zombie. Ah, hier sind noch was. Da drüben scheint auch noch was zu sein. Will jetzt nicht unbedingt schnell suchen, sonst kommt hier gleich eine ganze Horde aus der... Oh. Sorry, everybody's out of commission right now. Okay.
I'll run this home. We'll see you soon. Aufbrechen, gedrückt halten, alles klar. I don't have enough space for this. Ah, okay. Ja, der war ja nicht so geil. Und der ist schon ein bisschen beschädigt, würde ich sagen. Schmeiß mal den weg, wa? Ja, den können wir nur zerstören, das ist ein bisschen blöd. Aspirin, Tusin. Halt, aber keine Ahnung. Nehmen wir das noch mit. Die Aspirin lassen wir zurück. Den Rest können wir ja so nach Hause bringen. Marschiert da gerade eine Zombie-Horde an mir vorbei? Sieht fast so aus, ne? Irgendwie stört mich die Karte ein bisschen. Zum einen ist sie nicht in dem Kreis drin, wie sie, glaube ich, sein sollte. Zum anderen dreht die sich nicht. Ich weiß nicht genau. Ja, irgendwas stimmt mit der Karte nicht ganz. Given any thought to our offer yet? Laufe ich denn immer noch in die richtige Richtung? Nicht mal ansatzweise. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Also ich muss immer weiter in die Richtung. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die ganze Zeit jetzt die Orientierung verliere, aber tatsächlich liegt es daran, dass die Minimap nicht funktioniert. Beziehungsweise sie zeigt nicht das an, was sie anzeigen sollte. Oh, Zombie hinter uns. Der scheint aber gar nicht so schnell unterwegs zu sein. Ich sollte vielleicht nicht sprinten. Nicht, dass hier gleich irgendwie 3 oder 4 Zombies auf mich zukommen und ich nicht mehr weglaufen kann. Das wäre ein bisschen blöd. So, da oben müsste... Da rechts ist die Kirche. Da müssen wir hin. Im Grunde genommen mache ich eigentlich nicht das, was ich machen sollte. How's it going? Lots of zombies right behind me. Was? We've got a trade offer. Eine Munitionskiste für 5 Medikament, irgendwas. Konnte ich leider nicht lesen. Jetzt habe ich schon wieder die Tür eingerannt. Don't say I never gave you nothing. So. Versorgungsspend. Weg, weg. Der Molly war eigentlich ganz geil, aber die können wir trotzdem mal reintun. So. Alles klar. Würde ich mal sagen, starte ich mal kurz neu, um zu gucken, ob die Minimap wieder läuft.